wie findet man eine gute Klinik, wenn es um eine OP geht? Sie ist wieder richtig gut zu Fuß unterwegs. Vor 3 Monaten sah das noch ganz anders aus. Gisela Pöhlmeier hatte Ärger mit ihrem künstlichen Hüftgelenk. Ihr neuer Orthopäde Thorsten Gerke erklärt, was bei der ersten Operation schiefgelaufen ist. Es ist so, hier haben wir das Bild direkt nach der Operation. Das sieht im Grunde ganz gut aus. Es ist dann aber zu einem Einsinken dieses Metallstiels in den Knochen gekommen. Das Problem? Die ausgewählte Prothese war zu klein. Wie konnte das passieren? Rückblick. Wegen ihrer starken Arthrose-Schmerzen kann Gisela Pöhlmeier kaum noch laufen. Sie braucht ein neues Hüftgelenk und entscheidet sich, ohne groß darüber nachzudenken, für die Klinik vor Ort. Ich bin da hingegangen und habe gedacht, das wird der schon hinkriegen. Ne? Ich hätte mich ja erkundigen können. Wo gehst du hin? Und so. War für mich selbstverständlich in dem Ort, in dem ich gewohnt habe, gehst du auch ins Krankenhaus. Was sie nicht ahnt? Die Klinik hatte zuletzt nur 22 künstliche Hüften pro Jahr eingesetzt. Wir wissen, dass mit zunehmender Erfahrung des Operateurs die Qualität der OP steigt. Das heißt, die Gefahr, dass ich nochmal operiert werden muss, dass ich eine Komplikation erleide, korreliert negativ mit der Erfahrung. Erfahrung führt dazu, dass eine Operation zum Beispiel sehr gewebschonend durchgeführt werden kann. Die Operation insgesamt geht schneller, ganz einfach. Die ist schneller zu Ende. Und wir wissen zum Beispiel, dass es einen ganz klaren Zusammenhang gibt zwischen der Operationsdauer und der Infektionsrate. Fehlende Erfahrung hat schlimme Folgen und kann sogar Menschenleben kosten. 2 Beispiele. Eine amerikanische Studie zu frühzeitigen Wechseloperationen von Hüftprothesen sagt, mehr als 50% der Fälle wären vermeidbar gewesen, wenn man bei der Implantation sorgfältiger gearbeitet hätte. Eine andere Studie belegt, kommt es nach einer Bauchspeicheldrüsen-OP zu einer Blutvergiftung, ist die Sterblichkeitsrate in unerfahrenen Kliniken fast 60% höher. Daher gibt es für 7 planbare Operationen Mindestmengen, zum Beispiel bei komplexen Eingriffen an der Bauchspeicheldrüse. Wenn eine Klinik diese nicht einhält, darf sie den Eingriff nicht anbieten. Eigentlich. Die Bertelsmann Stiftung hat die OP-Zahlen von 2017 ausgewertet. Das Ergebnis? Fast 40% der Kliniken, die solche OPs durchführen, erreichten eine oder mehrere der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestfallzahlen nicht. Wenn man eine Mindestmenge macht und sagt, das ist sinnvoll, dann sollte man sich auch danach richten. Und dann muss man auch schauen, wer erreicht sie nicht. Und möglicherweise muss der entweder mehr Fälle generieren, ja, oder er darf diese OP nicht mehr machen. Für mich ist es ein Unding, nicht? Also, dass es überhaupt noch die Möglichkeit gibt, dort bestimmte Schlupflöcher zu nutzen, um sich an der Mindestmenge vorbeizumogeln. Da muss diese Schlupflöcher, die müssen einfach gestopft werden. Und das kann nur im Sinne im Grunde aller sein, in erster Linie natürlich der betroffenen Patienten. Auch für einige häufige OPs, wie den Einbau eines künstlichen Kniegelenks, sind Mindestmengen vorgeschrieben. Doch 2017 wurden 2179 Knieprothesen eingesetzt, ohne dass die Kliniken die erforderlichen Fallzahlen von 50 im Jahr eingehalten haben. Man darf nicht dem Trugschluss anheimfallen, dass nur weil was häufig ist, dass das einfach ist. Sowohl die Hüfte als auch das Knie, aber insbesondere das Knie, das sind sehr komplexe Operationen, wo Sie einfach Erfahrung brauchen. Das müssen Sie täglich machen. Damit bei Ihrer OP nicht schief geht, hat Angelika Siebrecht lange überlegt, in welche Klinik sie gehen soll. Gleich beide Kniegelenke haben ihr das Leben zur Hölle gemacht. Die Schmerzen schränken einen ein. Sie können nicht mehr weit laufen. Erst versucht man das noch zu ignorieren. Aber je länger die Zeit fortschreitet, umso schwieriger wird das. Sie recherchiert und entscheidet sich letztendlich für die 1,5 Stunden entfernte Klinik. Die hohen Fallzahlen und die daraus resultierende Erfahrung sind ihr wichtiger als die Nähe zum Wohnort. Es gibt Patienten, die wählen sorgfältig aus. Und es gibt Patienten, die freuen sich, dass nun in ihrem Dorf auch jemand ist, der Endoprothetik macht. Ich kann den Patienten nur dringend raten, zu schauen, wie oft der Operateur, der ihn behandelt, diese OP macht,
kann ich nur raten, in die Qualitätsberichte zu schauen und möglicherweise auch zu schauen, ob es eine zertifizierte Klinik nach Endozert ist. Karl-Dieter Heller und sein Team bauen jährlich 710 Knieprothesen ein. Mit dieser Erfahrung gelingt auch Angelika Siebrechts OP. Die Schmerzen sind nicht mehr da. Ich gehe so meinen ganz normalen Alltag mit all den Bewegungen, die ich habe, nach. Für die Hüftprothese gibt es keine Mindestmenge. Doch auch hier zahlt sich Erfahrung aus, wie die Geschichte von Gisela Pöhlmeier zeigt. Um Komplikationen zu verhindern, fordern Experten, die Mindestmengenregelung noch weiter zu verschärfen. Zum einen glaube ich, dass es nicht ausreicht, nur die Kniegelenke mit Mindestmengen zu belegen. Man sollte da die Hüftgelenke durchaus mit einbeziehen. Aus meiner Sicht. 3 Monate ist Gisela Pöhlmeiers Wechsel-OP nun her. Mit ihrer zweiten neuen Hüfte ist sie zufrieden. Sollte sie in ihrem Leben noch einmal operiert werden, würde sie direkt in eine Spezialklinik gehen. Das wäre es mir eben einfach wert, diese 200 Kilometer zu fahren und wenn meine Tochter mich fährt. Sie läuft und läuft. Übung macht schließlich den Meister. Im Alltag und auch in der Medizin. Ja, wir können festhalten, je häufiger eine OP durchgeführt wird in einer Klinik, desto wahrscheinlicher gelingt sie auch. Daniela Hublohr ist bei uns, Ärztin und Patientenberaterin bei der Verbraucherzentrale Hessen. Hallo. Hallo. Wie finde ich denn jetzt raus, ob eine Klinik in einem speziellen Eingriff, der bei mir ansteht, wirklich erfahren ist? Ja, das sind die im Bericht schon angesprochenen Qualitätsberichte, die man einsehen kann, zum Beispiel auf den Seiten vom Gemeinsamen Bundesausschuss. Diese Qualitätsberichte, das sind Daten, die die Kliniken jährlich liefern müssen bezüglich ihrer Ausstattung, welche Fachabteilungen sie haben, was die häufigsten Diagnosen sind, die häufigsten Eingriffe und wie häufig die das machen. Diese Qualitätsberichte selbst sind relativ schwierig zu lesen. Aufbereitet sind sie in Kliniksuchportalen wie der Weißen Liste, die wir uns gleich anschauen werden, und auch in Kliniksuchportalen von Krankenkassen, die in der Regel auf der Weißen Liste basieren. Wir haben die schon mal geöffnet, diese Seite weißeliste.de. Das ist eine gemeinnützige Seite der Verbraucherschützer, aber auch der Bertelsmann Stiftung. Und haben hier mal eingegeben, ja, wir wollen ein neues Hüftgelenk, wohnen hier im HR in Frankfurt, im Dornbusch. Und im Rahmen von 50 Kilometern suchen wir. Genau. Und dann werden uns 51 Krankenhäuser angezeigt. Und da kann man hier zum Beispiel sehen, wie oft die Kliniken, die dann als erstes genannt werden, die Behandlungen durchführen. Hier ist eine mit 100 solcher Operationen. Wenn wir weiter runter scrollen, kommt da eine mit 2 solcher Operationen. Das ist sehr wenig. Und wenn man weiter runter scrollt, kommt aber zum Beispiel auch eine hier mit 674 Hüftoperationen. Ja. Heißt, wie viel sollten es denn mindestens sein? Ein paar hundert? Also es gibt da keine festen Zahlen. Ich würde dann je nach OP, je nach Eingriff schauen. Da wird ja immer geschrieben, ob es durchschnittlich ist von der Behandlungszahl oder unterdurchschnittlich. Ich würde überdurchschnittlich empfehlen, weil wir schon gesagt haben und es tatsächlich aus Studien belegen, da wo etwas häufig und je häufiger es gemacht wird, desto mehr Erfahrung besteht, desto geringer sind die Komplikationen und desto weniger Patienten versterben. Das haben wir auch wirklich eindrucksvoll eben im Beitrag schon gehört. Genau. Aber was ist denn jetzt, wenn ich zu so einer Klinik gehe, die sagt, sie haben das schon hunderte Male gemacht und dann sitzt mir ein Arzt gegenüber und der hat es aber noch nicht so oft gemacht? Ja, es kommt natürlich schon auf den einzelnen Reparateur drauf an. Ich würde fragen, beim Aufklärungsgespräch des Arztes, des Chirurgen, würde ich fragen, wer macht die Operation? Sind Sie das? Ist das jemand anderer? Wie häufig haben Sie oder der andere damit Erfahrung? Ein unerfahrener Arzt darf eigentlich nicht alleine operieren. Der müsste schon zumindest unter Aufsicht von erfahrenen Kollegen operieren. Okay, das ist gut zu wissen, dass man da beruhigter sein kann.